Was geht ab, meine Z-Fighter Alter hier, und heute machen wir das Extreme Z-Battle von Goku Jr., die drei letzten Stages, die werden wir uns quasi im Gameplay betrachten. Bevor wir das Ganze machen, ich habe damals zu Goku Jr. einen Guide gemacht, das könnt ihr euch gerne ansehen, damit ihr quasi wisst, wie ihr Goku Jr. euch holt, Free-to-Play auf 100%, denn man kann ja auch Free-to-Play mit den eigenen Orbs auf 100% bringen. Im Prinzip ähnlich wie mit Giru, das wir uns letztens besprochen haben, auch aus der Mission könnt ihr quasi euch Goku Jr. holen, da eine Kettenreaktion aktivieren, so folgendermaßen, und dann droppen da die ganzen Goku Jr. Jedenfalls, da man ihn aber dann Extreme Z awakt, deswegen wollte ich euch das ganz kurz mal zeigen, dann kann man ihn ja auf SA15 bringen. Ihr müsst dann keine 5 Kais verbrauchen, sage ich mal, oder nutzen, denn ihr könnt quasi einen weiteren Goku Jr. holen, also in dem Fall 5 Stück, dann bringt ihr diesen auf SA5, tut ihn mit den Medaillen aus Stage 4 awaken, sodass ihr einen Super Saiyan Goku Jr. auf SA5 habt, damit ihr ihn als Trainingspartner nutzen könnt für den EZA Awake, den Goku Jr., um ihn quasi den EZA Awaken von SA10 auf SA15 zu bringen, Freunde. Das funktioniert auf jeden Fall. Wollte ich nur so quasi mal am Rande erwähnen, diejenigen, die das nicht wussten. Aber wir gehen mal rüber zum Goku Jr. Extreme Z-Battle. Goku Jr.'s Extreme Z-Battle folgendermaßen nämlich, Freunde. Und zwar wisst ihr, von Level 1 bis 30 droppt alles, was wir brauchen, um ihn von ins EZA zu awaken. Natürlich auch gewisse andere Sachen. Physische Charaktere haben Vorteil, super physische Charaktere gegen ihn, aber auch an der Stelle die Kategorie von der Vegeta Family, Vegeta's Lineage, ist hier quasi die Kategorie, die sehr effektiven Schaden gegen ihn macht. Also wenn ihr Vegeta's Lineage Charaktere habt oder ein Team mit ihm bauen könnt, dann könnt ihr das auf jeden Fall nutzen. Ich werde euch gleich zeigen, wie mein Team aussieht, aber bevor wir quasi in die Stages reinspringen, kurze Sache zu Goku Jr., wenn ihr in Easy Awake natürlich sein Max auf Level 140, SA Level 15, was ändert sich bei ihm? Er gibt der Kategorie der Seekers of the Dragon Balls Ki plus 3 an der Stelle HP Attack und F77% oder in Charakteren Ki plus 2 HP Attack und F30%. Seine Passive ist folgendermaßen, Freunde, beziehungsweise wenn man die Super Attack macht, dann erhöht seine Verteidigung eine Runde und macht hier an der Stelle Supreme Damage. Die Passive ist folgendermaßen, Ki plus 2, at Start of Turn bekommt er immer auf den Angriff 60%, wenn er eine Super Attack startet, und dann hat er quasi noch eine Great Chance, dass er weitere Attack mit F60% dazukommt, wenn er quasi, beziehungsweise für die Super Attack. Also ist gar nicht mal so schlecht. Nach seinem Ise wird auf jeden Fall, sage ich mal, ein guter Free-to-Play-Charakter sein, so ist nicht. Ich würde ihn holen als Free-to-Play-Charakter, ich würde auch Easy Awaken. Wer weiß, früher oder später kann man ihn auf jeden Fall gebrauchen, da bin ich mir sicher, wie bei jedem anderen Free-to-Play-Charakter. Zum Beispiel für LA-Events etc. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wie gesagt. Aber in Sachen Team-Konstellation, ich selbst habe ja kein LA Super Saiyan 4 Vegeta. Mein Team sieht jedoch folgendermaßen aus. Ich habe den Boy hier awaked mit den 12 Strike-Medaillen. Warum? Denn er gibt nach seinem Awakening der Vegeta-Family Ki plus 3 HP Attack auf 120%. Dementsprechend sieht mein Team folgendermaßen aus. Ich habe versucht, quasi so viele physische Charaktere mitzunehmen, wie es geht. Und die haben ja ganz klar einen Vorteil, ja, sei es von dem Typus her, aber die Kategorie selbst macht sehr effektiven Schaden. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze an, wie das Ganze gleich gut aussehen wird. Und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, denn LR Trunks, der wird den weghauen. Also LR Trunks wird den links und rechts weghauen, das kann ich euch garantieren. Falls ihr LR Trunks habt, nimmt ihn auf jeden Fall. Ist von der Vegeta-Kategorie, ist vom Physischstall, der wird auf jeden Fall viel Schaden machen. Ich habe vorhin gesagt, super physisch Charaktere haben. Machen ein bisschen mehr Schaden. Ich habe natürlich extrem physisch gemeint. Sorry, ich habe natürlich extrem physisch gemeint. Ist mir gerade aufgefallen. Wir kämpfen ja gegen Goku Jr. Deswegen extrem physisch hätten dann einen kleineren Vorteil mehr. Aber auch, ich sag mal, super physisch LR Trunks, weil er zu der Kategorie gehört, macht auf jeden Fall auch seinen Schaden. Jedenfalls, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, ich weiß, wir sind noch kurz, also wir sind noch gar nicht weit, aber nur mal zum Erwähnen, dann gebt mir das auf jeden Fall ein Like. Und falls ihr neu seid, Freunde, drückt auch auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Denn ich wollte das Ganze ansprechen, weil in letzter Zeit, Prost an euch, gehen wirklich steil. Also wirklich, euer Support ist wirklich sehr, sehr gut. Freut mich, dass euch das Ganze gefällt. Und ja, auf eine weitere Zeit auf jeden Fall. Genau. Wir wissen, wie es in jedem anderen Extreme Z-Battle ist. Von Level 1 bis 20 werdet ihr mit vielen Teams zurechtkommen. Ich habe zuvor ein anderes Team gespielt. Ich habe einfach ein Pure Saiyans Team genommen mit Vegeta-Charakteren. Die gehören ja quasi zur Kategorie. Ihr könnt aber auch eure Kategorie-Teams nehmen, so ist nicht. Die Sache ist, ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre es nicht schlecht, wenn man die Teams anpasst, weil zum Beispiel jetzt Strength-Charaktere, die machen gar keinen Schaden, weil in Extreme Z-Battles wissen wir, ab einem bestimmten Zeitpunkt machen einfach gewisse Typen keinen Schaden mehr. Egal, ob sie zu Cartoon gehören oder nicht, natürlich machen sie ein bisschen mehr Schaden, so ist nicht, aber sie machen deutlich weniger Schaden als jetzt die Physisch-Charaktere. Heißt, wenn ihr im Prinzip ein Team bauen könnt mit guten Physisch-Charakteren, dann geht mit euren Physisch-Charakteren rein, wäre ein Ticken besser, wie gesagt, wenn sie dann noch zu der Vegeta-Kategorie gehören. Ich habe mich für die Konstellation entschieden. Funktioniert auf jeden Fall, hat bis jetzt gut funktioniert. Gucken wir mal, wie wir in, ja, in diesem Level kommen wir auch gut zurecht. Schaut mal. Bis jetzt machen AGL-Charaktere auch noch gut Schaden. Ich weiß, ob das gleich weggeht oder nicht. Oder ob AGL und physisch quasi die Typen sein werden, die durchgehend ihren normalen Schaden machen, sage ich mal. Ja, wenn ihr auf physisch Charaktere bauen könnt, dann macht es auf jeden Fall.
Und, by the way, aus den Missionen gibt es auch ein paar Stone-Zonen aus dem Extreme Battle, wenn ihr Goku Jr. Easy 8, ich glaube bis zu 3 oder 5 Drank-Zonen sollten das sein. Gucken wir das Ganze mal nach, ich habe nämlich schon ein paar gemacht, ein paar Steps in Easy 8 und dann bekomme ich quasi noch hier einen hinzu. Ja, es sollten so 5 Stones sein ungefähr und Kai dazu, wenn ihr quasi den Boy Easy 8 und genau, dann seid ihr auf jeden Fall auch da gut gedeckt mit den. Machen das Ganze mal so. Oh, Vegeta sieht so geil aus mit der Mission. Vegeta, oh, wie geil. Ah, seine Elevation sieht richtig geil aus, finde ich. Finde es richtig geil. Also, Goku und Vegeta, die wollten die quasi ähnlich machen. L.A. Super Saiyan für Goku und Vegeta. Ich finde es zum einen cool, dass die Typen vertauscht haben. Ist ein cooles Gimmick. Gab es damals auch mit Super Gogeta und. Oh, okay. Mit Super Gogeta und. Moment, wir machen das Ganze so. Janemba natürlich, wissen wir, die kamen zuerst raus, Gogeta war Strength, Janemba Int, und dann als sie nochmal rauskamen, wurden die Typen vertauscht, fand ich cool, so ist nicht, haben sie es mal auch gemacht, finde ich auch cool, sie sind ein bisschen ähnlich, ihre Buffs, Multipliers wurden vertauscht, da wollten sie quasi so ein Gimmick reinbringen, aber das meiste, was mich stört, ist, dass Vegeta seinen Angriff aufbauen muss. Ganz ehrlich, persönlich finde ich, man merkt es mehr bei solchen Charakteren, bei L-Charakteren, dass wenn sie ihr Angriff aufbauen müssen statt Verteidigung. Sie sind overall tanky, das wirklich, da macht es nicht so viel aus, wie wenn ein L-Charakter oder Charakter so wie die beiden ihre Verteidigung aufbauen müssen, als ihren Angriff. Man merkt den Unterschied einfach, dass sie, natürlich macht der Schaden so nicht, aber wenn du da bei der 24 Ki-Ulti bisschen über 1 Million siehst, dann denkst du dir auch, das musste nicht sein, weil der hat im Prinzip kein Angriff, so richtig wenig. Und bis das Ganze aufbaut, da ist schon das Event mehr oder weniger down. So, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde wirklich, falls sich jemand fragt, ich rede jetzt von was ganz anderem. Sorry, ich hatte Misere, aber ich hoffe, das passt. Falls sich jemand fragt, du, mir ist eigentlich egal, ob Goku oder Vegeta, Hauptsache einen davon, dann würde ich eigentlich vom Charakter Goku empfehlen, weil Goku hat einfach die beste Kategorie von der Charakterwahl her. Und das sind einfach beste Charaktere. Und das sind auch eben beste Charaktere, die sich mit Goku linken. Dementsprechend würde ich den Vorteil Goku geben. Ich habe das total verhauen gerade, egal. Den Vorteil würde ich auf jeden Fall Goku geben. Und auch natürlich, weil er durch die Pässe direkt 80% hat. Auf den Angriff. Aber das Banner von Vegeta ist, finde ich, ein Ticken besser. Ganz einfach, weil da Charaktere wie C17, Evo Vegeta und Thales sind. Thales hat so in so vielen Teams Gebrauch. Evo Vegeta auch, der ist in so vielen Kategorien vertreten, C17 in einem Represent of Universal Team zum Beispiel, wenn ihr ihn habt, oder Universal Saga Team auch rein damit. Die anderen Charaktere bei Goku sind auch sehr, sehr gut, die Featured Charaktere, die Dunkel Exklusiven sind wirklich sehr gut, so ist nicht. Aber einfach vom Nutzen her, von den Banner-Inhalt von Vegeta finde ich das Banner besser, aber Gokus Nutzen ist besser. Um es auf den Punkt zu bringen. Und da liegt dann bei jedem die Entscheidung, wo ihr es haben wollt, Freunde. Aber falls ihr noch haben, wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück euch an. Und wie sehen wir jetzt hier aus? Ich finde, by the way, die Supertech sieht cool aus, um ehrlich zu sein. Die Supertechs sehen cool aus. Aber, ihr merkt ihr etwas, die Supertechs sehen ein wenig veraltet aus. Ich habe das in meinem Thumbnail angesprochen. Die Charaktere wurden entwickelt kurz vor oder mit dem Release zum neuen Super Battle Road. Und deswegen habt ihr vielleicht auch gemerkt, die Ultra Supertechs der beiden LR, die sehen sehr ähnlich aus wie die von dem Battlefield Majin Vegeta und Battlefield Goku. Ja, weil die wurden auch, wie gesagt, kurze Zeit zuvor entwickelt, sag ich mal. Deswegen kommen die SAs daher. Und man merkt, dass sie ein bisschen veraltet ist. Aber, also ganz ehrlich, ich habe mich von den SAs übertrieben. Ich habe mir einen richtigen Kinofilm vorgestellt. Wegen den SAs von Rosé und Goita und Broly. Aber sie wurden halt legit zuvor entwickelt, sag ich mal. Oder waren zuvor in Bearbeitung oder whatever, wie man das Ganze nennen mag. Aber daher kommt das Ganze zu den Jungs. Sind trotzdem sehr, sehr geile LR-Sos nicht. Wenn ihr sie zieht, Props sind wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ich weiß, ob ich jetzt für mich spreche. Ich glaube, die meisten hatten mehr Erwartung. Wegen dem, was wir zuvor gesehen haben mit den Charakteren. Ich glaube, die meisten hatten mehr Erwartung. Aber ich bin gespannt, was noch kommt. Weil wir wissen ja, zur nächsten Season von Battlefield sollte Mitte Februar sein. Kommt ein neuer LR für das Battlefield. Ich bin noch gespannt, ob zu Part 2 auch noch irgendwas anderes kommt. Also deswegen, Mitte Februar bin ich auch gespannt, was da abgeht. Aber Freunde, so viel zu dem Ganzen. Jetzt haben wir ein bisschen viel über das geredet. Ich hoffe, das war nicht allzu stimmt. Jetzt kommen wir mal hier zu unserem Boy. LR Trunks. Oh, LR Trunks wird jetzt sehr viel Schaden machen. Physisch Trunks wird auch gut tanken. Und dann wäre es mehr oder weniger die letzte Stage von Goku Jr. Lass mich wissen, wie habt ihr das geschafft? Damit euch auf jeden Fall gegenseitig aushilft, falls jemand Fragen hat, ey, mit dem Setup schaffe ich das nicht oder mit dem Setup habe ich es geschafft. Damit wir einfach verschiedene Teamkonstellationen auf jeden Fall haben. Und ansonsten, denen, die das noch schaffen wollen, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Holt euch die Stones, die Kreis etc. Level 1 bis 30 gibt Stones, also
ja, um insgesamt 3 Stones dann von dem Ise. Und ansonsten, jetzt bin ich mal, was LR Trunks drauf hat. Komm schon, 2,3 Millionen. LR Trunks, ich finde, also LR Trunks in dem Vegeta Family Team, der hat da gut Platz gefunden, finde ich. 4,2 Millionen Crit. 4,2 Millionen Crit. Freunde, so viel zu dem Extreme Z Battle von Goku Jr. waren jetzt so die letzten 3 Level. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.